Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, vor uns sitzt ein Zapdos, das hätte ich gerne, dann wollen wir es einfach mal ansprechen. Jaul! Wieso jault es denn? Ich will es doch nur einfangen. So ein schönes Elektro-Pokémon. Auf Level 50. Flammenwurf. Auf die Gefahr hin, dass ich neu laden muss. Nee, ich glaube, das reicht nicht. Rohrschnabel, Mist. Ah, da hätte ich ein paar Tränke kaufen sollen. Ich habe doch nur ein gutes Pokémon. Meisterball wollen wir noch nicht einsetzen. Komm schon. Erster Hyperball, der muss wirken. Nein, paralysier mich doch nicht. Was soll denn das? Ja, jetzt greift mein Glurak eventuell nicht an. Das hast du toll gemacht. Oh, ein Hyperball. Nein. Komm schon. Ja, nochmal Donnerwelle ist halt dämlich. Hyperball. Ich weiß, ich hätte irgendeinen Statuseffekt auf Zapdos wirken sollen, wie Schlaf oder so. Ah! Mist. So knapp. Und ciao, Glurak. Ah, noch nicht schau. Vielleicht haben wir ja einen Trank, der uns helfen wird. Hypertrank. Na gut, auf dass wir die Borschnebel überleben. Sehr schön. Agilität, ja, das hilft hier nichts. Entkommen wirst du mir nicht. Also deine Initiative steigt dadurch. Ja, das ist schön für dich. Hyperball. 90 Versuche haben wir noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Papa braucht einen Zapdos. Nein, was kann ich denn machen? Scanner? Willst du dich selbst schützen? Hyperball, komm schon. Du warst teuer. Fang das Pokémon. Ja, was sag ich denn? Ja, Agilität, schön für dich. Wie gesagt, bald hast du keine Attacken mehr. Vielleicht Flügelschlag, das dürfte wenig bringen. Okay, jetzt schütze ich das selbst. Ja. Nein. Komm schon, noch einen kleinen Flügelschlag drauf. Okay, Scanner ist viel geschlagen. Schon mal gut. Flügelschlag. Ja, es lebt noch. Aber knapper als mir lieb war. Hyperball. Komm schon, Zapdos. Schließ dich mir an. Ja, nein, nein. Wieso dauert das bei dir denn so lang? Hier ist es schön im Ball. Und außerdem bin ich ein gutes Härchen. Ja, wir haben's. So lange hat's nicht gedauert. Richtig cool. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Eines der legendären Vogel-Pokémon. Beim Fliegen macht es knackende und schnappende Geräusche. Interessant, das liegt wohl am Strom und in Bills PC gesteckt. Das werden wir aber sofort rausholen. Das ist ab jetzt unser schönes Elektro-Pokémon. Da muss das Pikachu leider weichen. So, ich glaube, wir können einfach von hier davon fleuchen, fliegen. Ja, gleich nach Fuxania City. Da muss man nämlich jetzt in die Seeschauminseln. Diesmal sind alle Arenen zum Glück hinter uns. Arenen sind auf den Seeschauminseln nur noch vor uns. Beziehungsweise nicht auf der Seeschauminsel, aber auf der Insel danach. Zitroneninsel, keine Ahnung, wie die heißt. Können wir gleich nachschauen. Heißen, heißen, heißen. Wie heißt es? Circonflex. Zinnoberinsel. War ja fast dran. Wo ist mit dem Zischlaut am Anfang? Na gut. Bills PC, ja. Pokémon bewegen. Da bin ich aber bewegt. Team-Pokémon. Ich heb den Finger und, obwohl, haben wir irgendwas Nutzloses gerade. Nö. Pikachu, es tut mir leid. Hoffentlich brauchen wir keinen Blitz, sonst musst du Zapdos lernen. Nee, dann tausche ich das Pokémon lieber wieder vorher. So, rein mit dir. So, zweites Pokémon, das was kann in der Party. Ist das nicht schön? Und dann geht's hauptsächlich hier runter, würde ich sagen. Die haben wir besiegt. Natürlich möchte ich Surfer einsetzen.
Was denn auch sonst? Hier sind Wasserviecher, da können wir gleich mal Zapdos rausschicken. Elektrizität bietet sich ja dafür an, Kämpfe auf Wasser auszutragen. Schlecht für die Feinde, gut für uns. Na, warum wurde ich da denn kurz... Nein! Greif mich doch nicht einfach so an. Die Seeschauminseln sind ein stiller Zufluchtsort. Ja, dann lass mich doch da hin und greif mich nicht an. Du hast aber ein interessantes Outfit an. Ein Simon. Und gleich werden wir ihn nicht mehr sehen, Mon. Ernsthaft, du hast keine gescheite Donnerattacke? So viel zu gescheites Pokémon. Boah, Schnabel, was soll's. Wird ja schon irgendwas nützen. Ich schau mal gleich in meiner TM- und VM-Box, ob's da eine gescheite Elektroattacke gibt. Weil nur mit Donnerwelle wär mal hier auch auf keinen grünen Zweig kommen. So viel steht fest. Sehr schön. Und noch ein Simon. Ja. Boah, Schnabel ist aber auch schon gut. Eine Elektroattacke hätte ich aber auch gut gefunden. Muss ich ehrlich gesagt gestehen. Schluss damit! Oh, ich gewinne nur $120. Hat sich die ganze Interaktion nicht gelohnt. Und jetzt werden wir auch noch vom Tentacher angegriffen. Ja, was denn auch sonst? Ich würde dich gern verbrutzeln, aber ich muss dich wohl verschnabeln. Das muss ausreichen. So, sobald mein Land sind, denke ich hoffentlich an meine TM-Box. Und hoffentlich steckt da auch was Gutes drin. Ich fürchte aber nein. Müsste man vielleicht mal ins Einkaufszentrum. Oh, wir könnten ihm Blitz beibringen, dann wäre es total scheiße. Toxin, Protzer, Sonnentag für Hühner, Hyperstrahl. Ja, schon eher Frustration, die habe ich gerade auch. Schaufler, Durchbruch, Dopp. Schockwelle, Stärke 60. Ja, besser. Ja, was soll's. Besser als einiges anderes, ja. Oh. Das Relax und das Labras könnten das auch lernen. Ist egal. Scanner brauche ich nicht. Ja, lernen Sie jetzt mal was kann. Wir gehen nicht auf Verteidigung, wir gehen auf Angriff, denn Angriff ist die beste Verteidigung. So habe ich das gelernt. Aeroast kann man dir auch beibringen, aber wir haben echt keine gute... Na gut. Kannst du das überhaupt lernen? Jo. Dann darfst du jetzt schon mal Agilität verlernen. Im Vorhinein. Nee, ich lerne das. Ich verlerne dir das. So. Und dann brauchst du noch zwei schöne Elektroattacken und dann bist du halbwegs nützlich. Außerdem siehst du so cool aus, das muss auch für was zählen. Sollst ja unsere Feinde zum Erzittern bringen. So, ich schätze mal rein hier. Ja, Seeschauminseln. Lange hat's gebraucht, aber wir sind endlich da. Hockt hier nicht auch gleich das Arktos rum, können wir uns auch gleich schnappen. Anton! Habe ich schon gefangen, na gut. Schockwelle. Zeig, was du kannst. Hui. Eine Elektroattacke und das von Zapdos. Ah, das ist wunderbar. Verzeihung, ich bin etwas schleimig heute noch. Ich bemühe mich schnellstmöglich zu entschleimen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, Wintersaison ist noch. Oh nee, du gefiederte Ratte, obwohl du bist nicht mal gefiedert. Geflügelte Ratte hätt's wohl eher getroffen, so. Arktos, wo bist du? Nein, du bist doch kein Arktos. Ich hilf dir gar nichts. Flucht. Mit Anton muss man sich nicht anlegen, das ist gruselig. Ah, hier muss ich glaub Stärke einsetzen irgendwann. Ich hätte mir Schutz kaufen sollen. Fällt mir gerade ein, dass ich hätte Schutz kaufen sollen. Na egal. Können wir vielleicht ein paar Shinies begegnen. Hui. Nein. Ich kann doch noch gar keine Kaskade. Bin ich jetzt hier gelandet. Vorsicht. Gefährliche Strömung. Na, vielleicht kommen wir an Arktis gar nicht ran.
ein Europe. Ja, dich will ich haben. Donnerwelle. Erstmal paralysieren und hoffentlich macht das Aeroass nicht so viel. Ja, deine Erholung bringt nichts. Du bist hier bei vollem Leben. Überleb. Dann halt nicht. Hätte ich dir echt empfohlen. In meiner Party ist es ganz nett. Was denn da? Habe ich es gelesen? Keine Ahnung. Arctus bekommen wir wahrscheinlich erst, wenn wir Kaskade können. Wäre so jetzt die erste Vermutung. Dann probieren wir nur mal Donnerwelle. Wenn schön paralysiert ist, kann man Hyperball werfen und dann bringt es vielleicht auch schon was. Vielleicht auch nicht. Dann werden wir ja gleich rausfinden. So. Hyperball. Warum auch nicht? Das könnte sich zumindest... Ja. Wunderbar. Ich liebe es, Gegner zu paralysieren. Und Pokédex kann nicht mehr reden. Unter seinem hellblauen Pelz liegt eine dicke und feste Haut. Es ist bei frostigen minus 40 Grad Celsius noch aktiv. Uiuiui. Ich wäre bei minus 4 Grad nicht mehr aktiv. Und läg schon mit der nächsten Erkältung im Bett. So, das sieht sehr strömisch da unten aus. Ein Golbat. Haben wir auch noch nicht. Mag ich nicht. Fangen wir aber. Gleiches Prinzip nochmal. Donnerwelle. So. Du bist paralysiert. Du sollst nicht angreifen. Ja, bringt dir auch nichts. So. Rein in meine Bälle. Na? Ja. Scheiße. Warum muss ich an dich so viel Hyperbälle verschwenden? Ich will doch irgendwann nur den EP-Teiler bekommen. Dafür muss ich, glaube ich, noch 10 Pokémon oder so fangen. Oh! Stell dich doch nicht so an und hör auf zu beißen. So kriegt man höchstens Corona, wenn man von einer Fledermaus gebissen wird. Ein Glück ist das hier noch kein Statuseffekt in dem Spiel. Yay, du kannst nicht angreifen. Dann jetzt aber rein mit dir in den Hyperball. Der war sehr teuer. Der geht kaputt, wenn du da nicht drin bleibst. Ja. Endlich. Yay, ein Golbat mehr. Wir sind jetzt bei 1. Es beißt sich mit seinen messerscharfen Reißzähnen in seinen Opfern fest und saugt mehr als 0,3 Liter Blut in einem Schluck. Uiuiui. Hat da mein Zapdos schönes Blut, legendäres Blut sogar abgesaugt? Naja. Ist das nur ein Strömungsrätsel? Ah. Ja, brauche ich Kaskade. Ups. Oh, was will mich denn jetzt angreifen? Ein Enton. Kannst du nicht deinen großen Bruder einen Entoron schicken? Das habe ich auch noch nicht. Na egal. Hier unten Item nehme ich gerne. Hyperball. Ja, wenigstens einer mehr. Felsen könnten die Strömung vielleicht umlenken, ja, ich glaube auch. Müssen wir nur die passenden Felsen finden. Ach, in der nächsten Stadt wird Top-Schutz gekauft. So langsam müssen wir uns hier wirklich mit Pfefferspray schützen, dass wir nicht immer angegriffen werden. Ihr will doch nur durchlaufen. Enton, ich hab dich doch schon. Das bringt dir doch gar nichts und mir bringt das auch nichts. Nur Kummer und Schmerz. So, da unten sind Steine. Ganz, ganz viele Steine. Ich glaube, da darf man es nicht dämlich... Oh, du hast einen großen Bruder geschickt. Ein Entoron. Gleiches Prinzip nochmal. Donnerwelle. Und funktioniert jedes Mal. Finde ich gerade schön. Du kannst nicht angreifen. Pech für dich, Glück für mich. Hyperball. Na komm, ohne Widerstand. 1, 2, nein, nicht mal 3. Oh, ich bin schon konfus genug, aber danke der Nachfrage. Noch ein Hyperball. Und... Ach du Mistkerl. Ja, einfach rein in den Ball. Ich verstehe nicht, warum die Pokémon dieses einfache Konzept immer und immer wieder nicht kapieren. 1, 2, 3.
Ah, das frustriert doch. Ja, geh halt dahin, wo der Pfeffer wächst, du und dein Kreideschrei. So viel Geld, wie ich hier verbrate, nur weil ich dich nicht effektiv angreifen will. Und? Ja. Übung macht den Meister, so ungefähr. Ja, ja, neuer Eintrag im Pokédex. Seine Vorderbeine besitzen Schwimmhäute, um es perfekt ans Wasser anzupassen. Daher schwimmt es elegant in Flüssen. Na, das würde ich gerne mal sehen. Kein Spitznamen für dich. Das hat mich so viel Hyperbälle gekostet. So, wie macht man das? Der eine geht hier schon mal rein. Ich hab genug von euch, Robben, obwohl ihr ganz süß aussieht. So. Streckt mir aber auch gemein die Zunge raus. Ja, ich möchte Stärke einsetzen. Nidoking! Suppi. Suppi hast das gemacht, so. Ah, ich muss es auf derselben Ebene nicht nochmal. Ah, ich hab's beinahe versaut. Ich krieg's aber hin. Entoron, dich hab ich jetzt auch schon. Du kannst wieder abdampfen oder abtauchen, eher in deinem Fall. So. Nein, ich wollte nicht rennen. So, der Stein kommt aus dem Weg. Nein! Oh. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dämlich bin? So. Gleiches Spielchen nochmal. Nicht genau das gleiche Spielchen. Wir haben einen Stein schon richtig platziert. Flucht. So. Ja. Ich hätte mir denken können, dass es ein Enton ist. Und dann nicht mal ein Shiny. Da wagt es sich einfach, einem legendären Zapdos in den Weg zu stellen. So. Jo, mach das nochmal. Supi. So, das reicht jetzt. Nein, ihr wollt ihn doch gerade nach oben drücken. Enton. Ah, muss ich dir das schriftlich geben? So eine Restraining Order. Muss dich mindestens 5 oder 50 Meter von mir fernhalten am besten. So. Jetzt da lang. Ihr versteht schon, was ich hier machen will. Der Stein muss doch einfach da rein. Hör auf, mich von meinem Masterplan hier abzuhalten. Da kriege ich hin. Sehr schön. Und rein mit uns. Aha. Ah, da ist es ja. Ich dachte, man braucht Kaskade. Anscheinend nicht. Willkommen, Arctos. Heißt das Arctos? Arctos. Ich kenne nur den, oder ich bin eher den englischen Namen. Ich habe keine Ahnung. Wir speichern einmal. Bin mir fast sicher, dass es Arctos im Deutschen heißt. Zumindest jetzt in dem Moment. War ich vor 10 Sekunden nicht. Ist egal. Hirn funktioniert manchmal. Bisschen nachträglich. Jaul! Wieso jaulst du auch? Hier, ich habe deinen Bruder gefangen. Ja, siehst du, Arctos. Donnerwelle. Na, Donnerwetter, dass wir das können. Haha. Willenleser. Ich hab doch gar keinen Willen. Schockwelle. Das sollte ihn nicht K.O. machen, aber ein bisschen schädigen. Yeah. Okay, sehr effektiv. Können wir nicht nochmal einsetzen, weil bei meinem Glück ist das nächste ein Volltreffer und dann muss ich neu laden. Wie wär's mit Bohrschnabel? Kann nicht schaden. Hat nicht geschadet. Ja, was soll jetzt dein Weißnebel? Willst du dich tarnen? Ja. Und Hyperball. Ne? Ja, das war klar. Du bist paralysiert. Stell dich nicht so an. Ja, sag ich doch. Ein Glück haben wir genügend Hyperbälle gekauft. Sonst wäre das jetzt echt frustrierend, deswegen zurückzudackeln. Ja? Nein! Du hast doch schon zweimal gewackelt. Weg mit deinem Willensleser. Her mit deiner Bereitschaft, dich mir anzuschließen. Hä? Nö. Schade. Nein, Eichstrahl. Dagegen bin ich allergisch.
Dagegen bin ich doch allergisch. Und was für allergisch? Ja, natürlich, nächstes Pokémon. Relaxo, warum nicht? Ein Pokémon mit meiner Form und meinem Namen. Gena kann ich, glaube ich, nicht einsetzen. Es ist ja schon paralysiert. Surfer, Schnarcher, Surfer vielleicht. Hui. Ja, wunderbar. Das macht man noch einmal. So, Weißnebel lässt nach. Surfer, aber nicht zu viel abziehen. Nochmal traue ich mich das nicht. So. Jetzt aber schöner, bequemer Hyperball. Extra für dich ausgewählt, Arctos. Der war extra für dich. Besenrein war das Teil. Sofort bezugsfähig. Ah, du bist halt keine schnell einziehende Handcreme. Aber wir kriegen dich. Wir kriegen dich in irgendeinem Mietvertrag. Trag für einen schönen Pokéball verhaftet. Ja, schlug viel. Ist gerade ganz witzig, während des Aufnehmens habe ich öfter meine zwei Häschen frei rumlaufen und einer will mir gerade immer am Bein hochkrabbeln und also macht Männchen an meinem Bein und will einen Snack. Kriegt er aber gerade nicht, ich bin ja abgelenkt. Er kriegt so auch schon genug Snacks. Nein, komm doch einfach rein. Nein, Eisstrahl. Kalt, 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 kalt. Beinahe zu kalt. Hyperball, zwing mich nicht den Meisterball nach 70 Versuchen an 1. Boah, ey. Ja, schön mit deiner Agilität. Was habt ihr Vögel damit alles? Bringt doch gar nichts. Zumindest nicht so, wie ich spiele. Komm. Ja. Das war ja schon absehbar. So, du bist paralysiert. Hast einen dämlichen Gesichtsausdruck. So, das ist der 69. Hyperball. Hat dich nicht interessiert. Wir sprechen uns beim 42. wieder. Komm schon, mehr kann ich dir nicht antun, ohne dich zu verletzen. Ich möchte dich sehr gern haben. Ja, damit... Nein! Irgendwas mache ich falsch. Vielleicht ist mein Relaxo einfach nicht furchteinflößend genug. Wird, glaub, Zeit, irgendwann das Glurak rauszuhauen. Damit so eine Respektschelle mal kriegt. Nein. Na komm, irgendwas müssen wir anders machen. Jetzt aber... Warten. Jetzt. Jetzt haben wir hoffentlich den Generator beeinflusst, dass es... Eins? Nein. All die Warterei war für die Katz. So. Hyperball. Ich sehe doppelt, beziehungsweise das haben wir jetzt schon so oft gemacht. Was wehrst du dich? Dein Bruder war nicht so ein Arsch. Ja, danke. Danke für den Volltreffer. Ja, ich will das nächste Pokémon einsetzen. Ein Glurak. Hol die Respektschelle schon mal raus. Wir dürfen es leider nicht angreifen, sonst ist es futsch. Aber wir dürfen Hyperbälle werfen, bis wir keine mehr haben. Und dann wird neu geladen oder der Meisterball eingesetzt. Ja, was willst du noch? Du bist hier schachmatt, würde ich sagen. 1, 2, 3. Okay. Das letzte Argument hat's überzeugt. Es war schachmatt gesetzt. Sehr schön. 2 der 3 legendären Vogel-Pokémon. Eines der legendären Vogel-Pokémon. Aufgrund seines langen Schweiß, den es hinterherzieht, ist sein Flugziel hinreißend. Ja, ich habe auch einen langen Schweif, den ich hinter mir herziehe. Das hat aber nichts mit meinem Flugziel zu tun. Und rein in die Box. So, gutes Wasser-Eis-Pokémon. Na, ja, Eisflug. So, weiter geht's. Was greift jetzt denn an? Ein Jurob. War ja klar. Sogar auf Level 35. Nein. Du bist entkommen, obwohl ich so ein schwaches Pokémon vorne habe. Dann müssen wir wieder das Glurakchen platzieren. Sonst können wir eventuell mal nicht fliehen. Und das können wir nicht zulassen. So. Ich glaube, hier müssen wir nach oben. Ja. Hier vielleicht auch.
Item nehme ich? Riesenperle. Na wunderbar. Welcher Riese hat denn seine Perle fallen lassen? So, Flucht. Müssen wir nach oben oder hier nach rechts? Ich würde sagen nach rechts. Ja, das hat sich zumindest für den Wasserstein gelohnt. Weiß auch nicht, was ich da sagen wollte. Ja, ich ja gut. Ich mag dich. Aber ich mag dich im Moment nicht. Soll ich mich doch nicht angreifen. So. Auf die Gefahr hin, dass ich gerade hier war. Ein Belieber, was ist denn da unten? Eine Leiter. Hätte ich mir denken können. Sah ein bisschen aus wie der Umriss vom Pokémon. War es aber gar nicht. Ja, Glurak, du musst dich in dieser Episode ein bisschen zurückhalten. Jetzt dürfen andere auch mal dran. Du bist nur zur Abschreckung da. Ich bin hier reingekommen. Ich bin mir fast sicher, dass ich hier reingekommen bin. So, ich muss doch auf die andere Seite der Seeschauminseln, sonst kann ich doch nicht weiter. Wir sind der 7. Arena so nah und doch ein bisschen fern. So. Nein. Greifen doch nicht jetzt an. Nochmal so eine geflügelte Ratte. So, Flucht. So, einmal Stärke nach oben. Ja, auf jeden Fall. Dafür ist Nidoking ja immerhin da. So, und rein mit dir und runter mit uns. Und das gleiche Spielchen nochmal. Natürlich will ich Stärke einsetzen. Bräuchte es mich nicht immer fragen. So, wir gehen auch mit nach unten. In der Hoffnung, ja, ja, dass das hier irgendwas bringt, was wir machen. So. Und runter mit uns. Ja, hier waren wir doch schon. Jetzt blöd gelaufen. Oder? Blöd gelaufen? Halbwegs blöd gelaufen. Ich glaube, ich muss dann auch auf die andere Seite und den anderen Stein reinschubsen. Dann müssen wir, glaube ich, eh mal nach unten. Und zwar den langsameren Weg. Vielleicht irre ich mich auch. Ich dachte, hier war mal. Da oben war Arktis. Ach, das ist manchmal verwirrend hier mit den Höhlen. Wir werden es rausfinden und natürlich rausschaffen. Also das war definitiv eine Möglichkeit, hier lang zu gehen. Da unten waren wir auf jeden Fall. Naja, vielleicht kommen wir rechts weiter und ich habe vorhin den Weg einfach nicht gesehen. Es steht nicht mehr viel zwischen uns und der Lösung. Genau, da müssen wir nach unten. Wenn wir Kaskade einsetzen, kommen wir nach oben. Haben wir aber natürlich noch nicht. Bringt es überhaupt was? Es gibt noch ein paar legendäre, glaube ich, hier drin, aber naja, mal schauen. So. Oh, das ist jetzt alles mies. Dann nehme ich mal den schnellen Ausweg und springe in ein Loch. Und dann sollte man ja zumindest wieder oben sein. So, aber irgendwo ist noch eine Leiter, wo wir rein müssen. Nicht unbedingt die. Ah, ist kompliziert, wenn man alle 5 Sekunden angegriffen wird. Da kann man doch gar nicht denken. Und du könntest mal deinen Shiny-Bruder vorbeibringen. Ja, vielleicht hier oben. Ja, probieren wir es mal mit dem Surfer, aber da werden wir nicht weit kommen, schätze ich mal. Nee. Schade eigentlich. Hätte mir gewünscht, dass wir da einfach durchstoßen können. Ist anscheinend nicht der Fall. So. Abhauen. Und die Leiter erklimmen. So, die Leiter erklimmen. Und wie komme ich denn jetzt auf die andere Seite? Ich kann ja praktisch nur hier reinfallen. Ihr habt genug von euch, Jurups. Reicht jetzt erstmal. So, ja, wir sind da und dann
komme mal von da unten rein. Und dann sind wir genau wieder hier. Das ist doch doof. Dann nehmen wir die andere Leiter. So. Dann nehmen wir die Leiter. Überlegen wir, was wir machen. Auf jeden Fall dem Golbert mal so richtig schön die Fresse heiß machen. Flammenwurf. Sonst kommt mein Glurak ja gar nicht zu EP in dieser Episode. Sehr schön. Her damit. Die Firma dankt. Ja, ihr müsst doch einfach noch da oben. Mach ich mir doch nicht so kompliziert. Nein, nicht du auch noch, Anton. Nicht du auch noch. Sehr gut. Ich nehme mal diese Leiter und wir merken uns, wo das hinführt. Ins Verderben. Nee, nicht unbedingt ins Verderben, aber auch nicht weiter. Noch eine Leiter. Da kommt man definitiv her. Gut, dann nehmen wir halt die andere. Sehe jetzt auch keinen anderen Weg. Vielleicht sollten wir einfach da runterhüpfen. Je nachdem, führt es zu unserem gewünschten Ziel oder nicht. Wir sehen uns auf der Ebene auf jeden Fall erstmal um. Kann ja gar nicht so kompliziert sein. So. Haben wir hier noch was? Och, hört doch auf, Jungs. Ach, ein Golbert. Lernt's einfach nicht, das Pokémon. Es lernt's einfach nicht. Flammenwurf. Kann man ja ein bisschen zum Leveln nutzen. Ja. Man könnte meinen, da kehrt irgendwann ein Lerneffekt ein. So, wo ging das nochmal hin? Ganz nach oben. Ganz nach unten. Vielleicht müssen wir da auch nach unten. Ich wollte aber erstmal ins Loch da hüpfen. Ja, Zubat Level 24, das bringt mir auch nie mal was für die EP so wirklich. Das ist nur Flammenwurf, Verschwendung und Fledermausquälerei. Aha, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Das sieht alles so vertraut aus. Vielleicht ist das jetzt aber eine komplett neue Ebene. Ach, Mist. Ach, Mist. So kompliziert habe ich die Höhle gar nicht in Erinnerung. Vielleicht, weil ich damals Schutz dabei hatte. Vielleicht war mein vierjähriges Ich klüger. Na gut, da ist ein Ausgang. Ja. Einfach mal umschauen, würde ich sagen. Und dann hüpfen wir gleich mal hier rein. So. Wird ja schon zu was Gutem führen. Ja, ich möchte Stärke einsetzen. Jetzt liegt der Felsen ja auch richtig. Hui. Und rein mit uns. Und das gleiche nochmal. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Hab so ein ganz gutes Gefühl bei der Sache gerade. Hui. Okay, das war falsch. Ich schätze aber hier rechts rein. Das ist der einzige Weg, Alter. Nee, nicht der einzige, aber es ist der Weg der Wahl. Und. Wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wunderbar. Dann würde ich aber sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.